Ahoi Leute und willkommen zurück zu Let's Play Shadow of the Tomb Raider. Wir sind wie angekündigt hier im Lager und ich habe rausgefunden, dass es nur eine Karte gibt, die man kann. Und ich weiß, was die Mission ist. Wir müssen irgendwelche Blumen pflücken. Ich weiß nicht wie, wo, warum, aber es gibt hier Blumen zu pflücken und ja. Ja, gut, ich weiß, danke Spiel. Ich habe schon ein paar Minuten gespielt. Ich bin jetzt gerade nur wieder im ersten Gebiet zurück. Genau, hier oben ist eine Krypta, meine ich, ne? Ja, und hier gibt es irgendwo eine Archivarkarte. Hallo, Herr Spinnen. Ich habe nämlich mal geguckt, was es hier noch zu holen gibt. Und da habe ich gesehen, dass hier eine Karte noch sein soll. Ich hätte gar keinen Bock, mich durchzudrücken. Ich würde mich sofort verletzen, ey. Ich würde mir Säge mit dem Ding alle abschneiden. Hier ist es nicht. Noch nicht jedenfalls. Ich weiß leider nicht, wo sie ist. Also eigentlich müsste die hier irgendwo auf der linken Seite gewesen sein schon. Soweit ich das Ding noch im Kopf habe. Hier können wir zum Glück durchrutschen. Also was heißt rutschen? War hier mal irgendwas oder habe ich das verpasst? Ich kann mal kurz gucken, wo das Ding sein soll. Nämlich da. Also, okay, es ist doch noch hier. Aber ich weiß halt nicht wo. Also ich habe halt nicht eine genaue Anzeige. Ist halt auf. Welche Seite bin ich gerade da? Weiß ich nicht. Auf jeden Fall, da gehe ich erstmal nicht hin, weil da ist, glaube ich, doof. Also es sollte irgendwo hier oben sein. Es kann natürlich sein, dass es über mir ist. Oder wo man noch mal rauskommt. Auf jeden Fall habe ich halt keine Anzeige, wo genau die liegt, sondern nur, dass sie hier ist. Und das hilft mir nur bedingt weiter, muss ich gestehen. Ach, da ist sie doch. Meine Güte. Ich habe nicht in den Raum reinguckt oder wie? Ich habe das. Ach ja, das habe ich komplett übersehen anscheinend. Weil uns fehlt nur ein Dokument und ich hoffe, mit der Karte finden wir das auch. Und vielleicht ist es sogar in dem Raum hier mit drin. Das kann natürlich sein. Gold nehme ich natürlich auch gerne mit. Freue mich immer drüber. Weil dann müsste es ja auch hier irgendwo in der Gegend sein, ne? Okay, es hat mir nichts gebracht. Und dann gibt es noch einen Forscher-Rucksack, den haben wir. Und die andere Archivarkarte. Okay, doch, ist hier neu hinzugekommen. Gut, dann haben wir alles und wir können dieses Gebiet ja schon mal beenden. Das heißt, wir müssen ja nur noch mal zurücklaufen. Und dann, ja, haben wir das. Okay, eigentlich muss ich nicht gucken. Moment, ich hätte einfach hier. Achso, nee, das Ding war zu, stimmt, genau. Ja, wir haben jetzt ja wieder unsere Waffen. Beziehungsweise, wir haben mittlerweile andere Waffen. Ich glaube, das Einzige, was wir jetzt noch gleich haben, ist die Schrotflinte. Weil die habe ich nicht komplett upgraden können. Aber wir haben eine neue Pistole. Wir haben ein neues Sturmgewehr. Was eher eine Maschinenpistole ist, aber sie ist schallgedämpft, deshalb freue ich mich. Ah, genau, wir haben die. Ah, ne, die Pistolen waren noch die gleiche, stimmt. Ich habe die anderen nicht ausgewählt. Okay, jetzt sehe ich auch die. Also, das ist tatsächlich echt hilfreich, zu sehen, wo die, die Herzen haben. Da kann man die one-hitten. Weil ich habe es immer so grob vermutet, wo das Ding sein sollte, aber ich habe, glaube ich, viel zu tief immer gezielt. Wie kamen wir hier am besten runter? Ich finde es gut, dass der ganze Mist hier einfach respawnt. Können wir hier einfach runterklettern oder mussten wir diesen komplizierten Weg gehen? Ich glaube, wir mussten den komplizierten Weg darüber gehen. Und dann da unten durch. Okay, das war hier, meine ich. Hallo. Geht doch, meine Güte, ey. Okay, das war knapp. Das Seil haben wir jetzt ja auch. Also mit dem könnten wir ja theoretisch auch einfach schwingen. Genau, hier mussten wir, glaube ich, nichts wegsprengen, sondern hier mussten wir nur aufschließen. Und ich hatte ja noch nicht das Lockpick-Werkzeug. Was kriegt man ja, glaube ich. Ich weiß nicht, ob man es frühestens bekommen kann. Ich glaube, wenn man Glück hat, kann man das auch in Kuwagyaku schon bekommen, wenn die da einfach spawnen, die Händlerin. Oder Konquistatoren. Ja, habe ich. Also, wir können es auch aufschlagen, aber... Naja.
Dieses polierte Schmuckstück aus Silber weist einen Goldrand und eingearbeitete Türkise auf. Es scheint eine Art dekorativer Spiegel zu sein. Die Rückseite ist mit einer filigranen Darstellung X-Chels verziert. Ist sie? So. Ach so, das ist die Vorderseite, weil das hier direkt vorne war, dachte ich so. Ja, okay. Aber ich komme da nicht mal durch. Ist ja doof, jetzt muss ich wirklich ja wieder zurückgehen. Meh. Ich find's gut, dass da oben random so ein Tier ist und ich trotzdem sehe, wo das Herz von dem ist. Das hätte man anders lösen können. So. Okay. Ich habe erwartet, dass Lara da zu einem Brand hingeht und sich irgendwie da dranhängt, aber nein, sie fällt einfach in den Tod. Muss sie jetzt ernsthaft den ganzen normalen Weg rausgehen? Oder gibt es hier noch irgendwie so einen Schleichweg, den ich gerade nicht sehe? Weil das finde ich jetzt ehrlich gesagt ziemlich nervig. Ich habe gehofft, dass ich wieder oben bin, dann, wenn ich sterbe. Aber nein, man ist wieder unten. Naja. Ich habe halt keine Ahnung, ob das so richtig ist, ne? Aber es scheint ja so zu funktionieren. Dann brauchen wir jetzt noch... eigentlich nur das Dokument, ne? Moment mal, hier haben wir auch noch was. Moment, das Relikt... sonst hat man das Relikt doch auch da draus bekommen. Okay, das habe ich einfach safe übersehen, oder wie? Ja, wie komme ich da am besten hin? Vielleicht hier rüber? Ah ne, wir sind hier noch nicht fertig. Weil ich noch was machen muss, ein Sextant. Dieses Instrument diente im frühen 19. Jahrhundert zur Navigation nach den Gestirnen. Es wurde benutzt, um den Winkel zwischen einem astronomischen Objekt und dem Horizont zu messen. Okay. Das ist bisher noch kein Pling. Da ist eine Inschrift. Für meinen Sohn Jack. Mögest du den Horizont nie aus den Augen verlieren. Ich sehe zwar nicht wo, aber ich glaub dir mal. Au. Ich meine, das waren diese Pflanzen hier. Schon, wir müssen das noch machen. Giftbeere, okay. Und davon sollen wir gleich ein paar fangen. Oder nicht fangen, sammeln. Genau. Also, damit hätte ich auch niemals gerechnet, weil ich hätte das nicht mal da gesehen, dass ich überhaupt was machen soll. Unbekannte Expeditionsstory abgeschlossen. Und dann hier noch einmal. Hier geht's schon zum Grab, oder wie? Ich möchte das hier gerade nicht machen. Haben wir in Kuvak-Jaku eigentlich alle Dinge? Okay, hier ist noch ein Relikt, wahrscheinlich in der Krypta oder so. Kann ich da hinbekommen, wie ich da hinkomme. Hier haben wir alle Missionen geschafft. Perfekt. Okay, wir haben auch ein optionales Grab da. Ist die Frage, wie ich das am besten finde. Ich meine, irgendwo am Anfang war noch eins, wo wir irgendwo die Kiste runterstoßen mussten. Ja, hier zum Beispiel. Also das ist, glaube ich, das, was ich meinte, aber haben wir geschafft. Blumenschlöckerin. Also wir müssen, glaube ich, nur von 5 und ich glaube, es gibt mehr als 5. Aber der Käfer. Dann würde ich sagen, holen wir uns das Ding hier. Ich glaube, dafür porte ich zurück, weil ich weiß nicht, wie gut der Weg war. Das heißt, zurückporten, dahin porten. Ich glaube, der Weg dahin war irgendwie ziemlich doof. Was bist du? Achso, du bist einfach nur hier. Ein bisschen Loot. Wir können gucken, ob wir Waffen verbessern können. Wir haben mittlerweile ein bisschen was gefunden. Mit welcher habe ich denn angefangen? Der hier? Ich glaube, ja. Patronenmagazin? Also bei Patronenmagazin sehe ich mich immer. Für Präzision auch immer wichtig. Die können wir nicht machen, aber das hier können wir noch machen. Also hier brauchen wir halt echt viel von diesem Zeug.
Aber das kriegen wir natürlich auch noch. Wir können es natürlich noch kaufen. Also Geld ist jetzt nicht so das Problem. Nimm mal, das war schon... Ah, ich wollte Schnellreise machen. Dann will ich nämlich hier hin, weil von hier aus kann ich da besser hin. Ich glaube, ich hätte auch langlaufen können. Ich glaube, ich kann da mittlerweile ja hoch, weil ich irgendwas Neues hatte da. Weißt du leider nicht mehr was? Ja, egal, auf jeden Fall reporten wir uns einfach kurz hin und da laufen wir jetzt nochmal normal hin. Dann, wie gesagt, nach Kovagyaku, da das optionale Grab, also da mehr machen eigentlich. Denn wir haben da noch das optionale Grab. Dann noch das optionale DLC-Grab. Ah, das war hier durch, ne, genau. Und dann haben wir da noch eine Krypta. Und allgemein noch ziemlich viel Quatsch zu holen. Ist es die Frage, ob wir da schon alle Archivarkarten haben oder nicht? Das kann ich hier nicht sagen. Und das habe ich einfach komplett hier übersehen. Jack Fawcett. Jack ist der Sohn. Das erste, was ich heute Morgen sah, war mein Vater, der sein Taschentuch mit beiden Händen fest umklammerte. Mit weit aufgerissenen Augen starrte er ohne ein einziges Blinzeln in Rawleys Richtung. Er war von uns gegangen. Seine Wunden hatten sich vor einigen Tagen infiziert und schon kurze Zeit später war das Fieber ausgebrochen. Zwischen kalten Schweißausbrüchen, gequälten Schmerzenslauten und verwirrtem Gerede hatte Rawley immer wieder darauf bestanden, weiterzugehen. Vater versuchte zwar, ihn davon zu überzeugen, kehrtzumachen und uns allein weitergehen zu lassen, aber Rawley hatte eines unmissverständlich klargestellt. Ihn zurückzulassen würde seinen Tod bedeuten. Also setzten wir unseren Weg fort. Wir waren weiter von jeglicher Zivilisation entfernt als je zuvor und trotzdem waren wir so töricht, uns weiter voranzuschleppen. Das klingt allgemein nach so einer guten Idee, hier in den Dschungel zu gehen, aber warum machen das so viele? Immerhin hat Expedition 2 abgeschlossen. Perfekt. Dann können wir nochmal Mr. Käfer ansprechen. Lohnt es sich, diesen Weg hier zu gehen oder zu porten? Ich glaube, porten ist doch die beste Wahl. So ein bisschen Gold haben wir auch schon wieder, was wir verkaufen könnten. Halt mal die Schnauze. Wo ist denn mein Lager hier? Nicht hier anscheinend. Dafür müsste ich hier hochgehen. Weil wer doof in den Jaguar ist, ne? Ach stimmt, hier muss ich durch. Gar keinen Bock auf Jaguarjagd. Ich dachte, ich hätte meinen Bogen gezogen. Böses Vieh. Okay, wir laden echt schnell nach. Ich dachte wirklich auch den Bogen gezogen, da schießt ich einfach mal der Stück in die Luft. Ja. Lager, wo bist du? Okay, auf der anderen Seite. Wusste ich natürlich. War alles kalkuliert, ich wollte den Jaguar jagen. Wo nochmal? Da! Ich bin einfach dran vorbeigelaufen oder wie? Ich hab's komplett nicht gesehen. Hier darfst du den Jaguar gerade erschossen. Okay. Ja, lief medium erfolgreich, würde ich sagen. So, hier haben wir auch noch ein bisschen Lore zu holen. Ich würde sagen, wir gehen einfach direkt nach Kovagyaku. Oder ins Zentrum. Also ich würde sagen, erstmal den normalen Quatsch machen in Kovagyaku. Das optionale Grab danach dann mal, also das DLC-Grab danach machen. Und dann weitergehen nach Paititi und das fertig machen. Aber ich glaube, in diesem Part schaffen wir vielleicht noch ein bisschen Lore und das war's. Ich denke nur ein Part Kovagyaku. Und ja, dann geht's wahrscheinlich erst weiter. Darüber freue ich mich mal sehr aktuell. Nämlich 4 Stück, dann würde ich mal ein neues Upgrade einbauen. Aber halt nur eins leider. Okay, was haben wir hier alles neu? Wir können die Schatztruhe holen, wir können das Gold noch holen. Ich finde es auch komisch, also man kann mit den Leuten sprechen, das ist ja vollkommen in Ordnung. Die sagen dir auch immer was, aber warum ist das dann durchgehend dann markiert? Hier ist auch noch was Wichtiges. Also es ist doch schön, dass das alles respawnt, dass man sich nicht so die Sorgen machen muss. Dass man halt nicht alles bekommen hat von den ganzen bösen Leuten, die man erschießt.
Weil man kriegt halt hier auch noch genug. Aber ich bin ja immer so, ich möchte immer das Maximum rausholen. Das heißt, ich würde auch gerne dann alles von den Leuten mitnehmen und dann nicht irgendwie was liegen lassen. Aber das konnte man leider nicht ändern, weil man keine Waffen hat, die man verbessern konnte. Und das Verkaufen war jetzt nicht unbedingt die beste Idee, aber ich dachte halt, das dauert länger. Wir haben da kein Lager vor in der Nähe. Und daher, ja, war es nicht ganz optimal. Es ist zu jung, um Bernstein zu sein. Also ist es vielleicht Kopal. Es riecht jedenfalls fantastisch. Lecker. Okay, da haben wir nochmal 10 Gold von bekommen. Das ist doch schon mal schön. Dann können wir bei diesem Händler nochmal gucken, was wir haben, weil mittlerweile ist ja unser Geld wieder leer. So, Mission haben wir hier in Kuvakyaku gemacht. Das heißt, wir können hier jetzt auf Lore gehen. Meine Güte, so. Und wir haben den Monolith noch, den wir machen können. Bisher haben wir noch keinen. Erstmal Hallo sagen. Oder bist du der Missionsgeber? Ne, du bist auch nur eine Person. Sagst du was Schönes? Entschuldige, kennen wir uns? Tut mir leid. Ich wusste nicht, dass das privater Wohnraum ist. Oh Gott, wir haben viel verloren. Aber mir war nicht klar, dass es so schlimm ist. Ich wollte wirklich nicht. Ich weiß. Aber du musst uns entschuldigen. Wir haben viel zu tun. Na, es sieht nicht irgendwie aus wie privater Wohnraum. Da gebe ich leider recht. Also, da gibt es noch Quatsch zu holen. Ich glaube, hier bin ich bisher noch gar nicht so durchgelaufen durch diese Regenhäuser. Ich bin, glaube ich, durch Kuvakyaku so hauptsächlich gelaufen. Also durch den Hauptteil der Stadt. Aber hier war ich gefühlt so nicht drin. Weil hier gibt es zum Beispiel auch eine Karte. Okay, wir haben da unten ein neues... Ja. Da, das bekommen. Ich denke, ja, eins da oben, okay, haben wir da schon mal alles aufgedeckt. Aber ist jetzt auch die Frage, ob wir da auch alles von haben schon. Und ich sagen, holen wir es noch kurz im Wasser, wenn wir sowieso gerade hier sind. Hätten wir vielleicht markieren sollen, ne? Wäre smart gewesen. Okay, auf jeden Fall gibt es hier noch das andere Zeug zu holen, was auch noch wichtig ist. Da ist es doch auch schon, perfekt. Und da ist auch nochmal wichtiges Zeug. Gib her. Ich lese auch mal Unterwasserdinger. Das macht Spaß. Diese strahlend goldene Scheibe ist unverkennbar. Das hier ist Inti, der bedeutendste Gott der Inka. Er war der Gott der Sonne, Beschützer der Menschen und Spender von Wärme und Licht. Einigen Legenden zufolge hat er den Menschen außerdem den Weg in die Zivilisation gewiesen. Die Inka-Herrscher betrachteten sich entweder als Intis direkte Nachfahren oder seine Inkarnation auf Erden. Je nachdem, welchen Herrscher man fragte. Mhm. Spannend. Dann würde ich sagen, gehen wir noch zum Händler. Pantheon der Götter 2 Story abgeschlossen. Absolut nice. Ich mag es, wenn ich Stories abschließen kann. Kuvakyaku. Cool, dass sie es einfach hingeschrieben haben. Da vorne ist ein Dokument, was ich holen wollte. Relikt gibt es hier auch noch irgendwo. Da gibt es auch noch was. Bist du die Quest? Wahrscheinlich schon, ne? Ein Brief von Trinity. Behalten Sie die eingeschränkte Verteilung von Vorräten bei. Wenn wir das Gebiet durchqueren, ist es für alle das Beste, wenn sich ihre Leute über ihre nächste Mahlzeit oder das Fieber der Kinder Gedanken machen, anstatt über das, was außerhalb des Dorfes geschieht. Sobald unsere Untersuchungen in der Gegend abgeschlossen sind, werden sie von uns, wie versprochen, 24 Monate lang die doppelte Menge an Rationen erhalten, die ihnen Care derzeit zukommen lässt. Vorausgesetzt natürlich, sie halten ihren Teil der Abmachung ein. Herzlichst, Estella Diaz, Leiterin der Abteilung für kommunale Hilfsprogramme. Trinity Orden. Okay. Ist das hier meine Aufgabe? Nun kann ich mit dem auch noch reden. Eine Gemeinschaft und Story abgeschlossen. Perfekt. Der Dschungel nimmt sich, was er will. Es ist schwer, ihm Geheimnisse zu entlocken. Aber ich habe eins gefunden. Cool. Wirklich? Das Dorf hat viele Schichten. Zieht man eine ab, stößt man auf die nächste. Oh, Mr. Und Chris. Noch eine. Es scheint eine lange Geschichte zu haben. Manchmal frage ich mich, ob es in irgendeiner Form schon seit dem Anbeginn der Zeit hier war. Du bist anders als die anderen. Welche anderen? Na, alle. Männer, die nach Öl und Gold suchen.
und alles mitnehmen, was sie tragen können. Okay. Dann würde ich sagen, holen wir das noch und gehen dann zum Händler und beenden dann den Part. Und wir reden mit dir noch. Hallo. Neue Gesichter sehe ich immer gern. Ein schönes Gefühl zu wissen, dass unsere Gegend hier nicht vergessen ist. Auch gut für die Kasse, wenn du dir mal ansehen würdest, was wir im Laden so alles verkaufen. Ja, mache ich gerne, aber nicht jetzt. Denn jetzt muss ich erstmal ein Dokument holen. Wenn ich da irgendwie rankomme. Das ist auch noch die andere Frage. Okay, hier schon mal nicht. Da auch nicht. Hast du was zu sagen? Hier kommen nur selten Touristen her. Ich bin keine Touristin, meine ich. Achso, okay. Ich bin... Ja, gib mal Ruhe. Na, das ist neu. Oder, nee, ist es nicht. Ich hab's auch schon nicht gesehen. Gouverneur Oil Company. Hallo, es ist ich, die Lara. Die stehlende Lara. Kleinen Einbruch verüben. Bestattungspuppen wie diese wurden für gewöhnlich aus Stoff gefertigt und mit Schilf und Korn gefüllt. Sie halten oft etwas in der Hand, beispielsweise ein Musikinstrument oder ein Garnknäuel. Diese Puppe hält ein Kleinkind, was darauf hindeuten könnte, dass die verstorbene Mutter gewesen war. Diese hier besteht allerdings aus modernen Materialien. Ich schätze mal, Porvenir könnte sie als Werbespielzeug hergestellt haben. Ja. Könnte sein. Reichtum und Ruhm. Story abgeschlossen. Nice. Also aktuell, Story schließen wir links und rechts ab. Einfach nur, weil uns auch mal wenige Teile gefehlt haben. Dann war noch ein Dokument hier vorne, was, glaube ich, erst nachträglich gekommen ist. Ansonsten hätte ich das mitgenommen, weil ich glaube, das hätte ich gesehen schon. Aber ich kann auch sein, dass ich einfach los bin. Diese Geschichte handelt von einigen umliegenden Höhlen, in denen es angeblich spukt. Unheimliche Laute, die aus den Tiefen der Erde kommen. Niemand, der die Höhlen betreten hat, ist je wieder zurückgekehrt. Merkwürdige Geräusche, irgendetwas zwischen Donnergrollen und Hundegeheul. Und ein rätselhaftes Leuchten. So, dann haben wir jetzt alles gemacht, was ich machen wollte. Wir gucken nochmal kurz. Das Grab fehlt uns das hier oben. Uns fehlt eine Kiste, die ist hier hinten im Schwimmding mit den Piranhas. Die Krypta, die uns fehlt, ist hier unten. Uns fehlen noch drei Dokumente. Das heißt wahrscheinlich eine, zwei, die wir sehen, also die wir noch nicht sehen können. Das heißt vielleicht eine Karte noch. Uns fehlen noch ein Wandgemälde, was aber noch nirgendwo noch da vorne ist. Das ist ja schon, dann da ist doch noch ein Dokument. Ich glaube, das sind sogar zwei Dokumente. Dahinter noch eins, genau. Das heißt, Dokumente haben wir auch schon alle auf der Karte. Das haben wir, das Wandgemälde. Ein Überlebenden Survival Cache heißt im Englischen. Ich habe den Namen, habe ich Überlebenden versteckt. Ist hier vorne. Eins kriegen wir vom Monolithen. Und der Monolith haben wir hier auch. Das heißt, hier haben wir eigentlich alles fertig und können das im nächsten Part auch beenden. Aber erst wollen wir noch kurz einkaufen gehen und gucken, was hier anbietet. Wie geht's denn so? Gefällt dir irgendwas? Kann auch sein, dass ich schon alles gekauft. Oh, ne, ich habe die ganzen Waffen gar nicht gekauft. Oh, ich habe gar nicht genug Geld dafür. Schade. Viel Spaß. Kann ich noch was verkaufen? Ja, davon könnte ich ein bisschen was verkaufen. 19. Ausgezeichnete Wahl. Davon nur 6. Davon habe ich nicht so viel mitgenommen. Ja, so macht man. Und davon 9 Stück. Ausgezeichnete Wahl. Ich kann gleich 2 Waffen kaufen aktuell. Ich glaube, ich kaufe mir das hier. Viel Spaß. Dann das hier. Ausgezeichnete Wahl. Aber Vorteil bei dem ist, dass man halt immer wieder zurückkommen kann. Ich glaube, hier kann ich noch ein bisschen was verkaufen. Viel Spaß. Davon können wir immer noch verkaufen. Keine Ahnung, so 20. Ausgezeichnete Wahl. Und davon können wir auch noch mal so, keine Ahnung, 5 verkaufen. Nehmen wir mal 7. Dann sind wir 15. Davon verkaufen wir auch noch mal 13. Ausgezeichnete Wahl. Und dann können wir uns das auch kaufen. Dann haben wir alle Waffen gekauft, ja, so die wir jetzt aktuell kaufen können. Wenn du wieder handeln willst, ich bin hier. Gut, dann würde ich sagen, im nächsten Part. Was hat es eigentlich mit diesem Kelch hier auf sich? Der gehört hier nicht zu. Es kann sein, dass der hiermit zusammenhängt. Aber
Also hier haben wir alles. Hier haben wir alles. Das ist kein Gebiet. Es kann sein, dass wir noch hinkommen, aber... Weiß ich nicht. Mir könnte sein, dass die hier... Also dass die ganzen Missionen hier... Also vielleicht bei Paititi nicht, aber... Die hier, dass die... Dass das ein extra Gebiet ist, ich bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall. Haben wir es erstmal so weit? Oder haben wir den schon? Der ist ja auch so hell. Ich glaube, den haben wir dann schon. Ich kann mal kurz zählen. Das Part ist schon überzogen. Von daher... hier sehe ich tatsächlich keine, muss ich sagen. Da ist ein Relikt. Da ist ein Relikt. Also man sieht hier auch echt schlecht und ich kann die aber auch nicht filtern, ne? Alle anzeigen, alle verbergen, alle anzeigen, zurück. Nee. Okay, eins, zwei, drei. Vielleicht habe ich den schon und der sieht einfach nur so weiß aus wegen dem hellen Rauch. Weil ich, also er sieht halt aus wie ein Mittelding. Er sieht halt nicht so hell aus, aber es kann halt von der weißen Wolke drüber kommen, dass wir den auch schon haben, weil er sieht doch schon ziemlich durchsichtig aus. Also ich würde sagen, wir haben das erstmal. Das heißt, nochmal kurz zusammenzufassen, nächster Part, anfangen mit Krypta, das Ding machen, das hier holen, Grab abschließen, oben hinporten, Ding holen, wenn wir das alles mit ein Part schaffen und dann nach Paititi zurück und hier nochmal gucken, was es alles zu tun gibt. Und es fehlen nämlich noch Dokumente 2, wovon ich eins nicht finde. Dann fehlt uns noch 4 Missionen, wovon wir gerade 3 sehen. Und ein Relikt, was wir aber auch schon haben, also markiert haben. Genau. Das heißt noch ein Dokument und dann würde ich sagen, ich hoffe, es gefällt euch, Leute, bis zum nächsten Mal. Haut rein, ciao.